Was geht ab, liebe Leute? Heute bei einer neuen Folge WIP mit dem guten alten Two Bro for Fiji und dem guten alten Marco. Ich freue mich, dass ihr hier seid, meine Bergers. Und was macht ihr heute? Wir kochen heute eine Spezialität aus dem norditalienischen Bologna. Nennt sich Bolognese, aka Bolo. Und da steht ja auch schon auf euren Shirts drauf, Alter. Ihr seid ja die. Ach, Digga, echt? Das Bolo-Kartell. Bolo Boys 2K20. Wie kam es denn dazu eigentlich, zu den Bolo Boys? Boah, Digga, das ist eine witzige Story. Ich habe mich mit St. Davis, wir saßen einfach bei ihm so und dann hab ich irgendwie, Shoutout an St. Davis natürlich, und dann habe ich irgendwie gesagt, so, boah, Bro, lass mal Bolo machen. So, ich mache voll gern Bolo. Und er so, ja, ich mache auch immer Bolo. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe auch schon für alle meine Freunde Bolo gekocht und für irgendwelche Girls, so, weißt du, ja, so, die ganze Zeit, so, weißt du. Ja, Digga, so, und dann ging das halt einfach so. Und dann irgendwann hat er einfach so gedroppt, so, hehehe, Bolo Boys. Und dann habe ich halt auch Spaß, haben wir einfach auch Spaß, diese Instagram-Seite gemacht, so. Und dann haben wir halt immer unseren Trash darauf gepostet, so einfach so besoffene Scheiße und sowas. Ich bin auf meinen Schwachsinn, ja. Ja, klar, Cousin. Ja, geil. Was brauchen wir denn alles für eure Bolo? Wir haben hier natürlich ganz, ganz ländlich auf diesem Teller liegen. Shoutouts an Raik auf jeden Fall an der Stelle, der hat das ganz schön gemacht. Schöne Karotten, Zwiebeln, Gemüsezwiebeln, Rosmarin, passierte Tomaten, einmal stückig und einmal passiert. Dann haben wir hier Sonnenblumenöl. Ganz, ganz wichtig für die Bolo nach Bolo Boys Art ist der Dornfelder Lieblich. Wir kochen nämlich mit Wein. Only way. Und Rewe Biohack. 400 Gramm, gute Sache. Und Haltungsstufe? Haltungsstufe 4. Das ist die beste Haltung. Dann haben wir hier dieses Tomatenmark, das brauchen wir auch noch dafür, und halt Butter. Also das Erste, was wir machen, ist, wir schneiden ein paar Möhrchen. Und zwar so klein wie möglich, so am besten 3 Stück. Man muss das immer nach Gefühl machen, wie viel Möhren da reinkommen. So. Dann haben wir hier einmal eine fette Zwiebel. Guck mal, wie fett die ist, Alter. Boah, Junge. Ja, auf jeden Fall, das Erste, was wir machen, wir schneiden die Karotten und die Zwiebeln und 2 Zehen vom Knoblauch. Merkt euch das? 2 Zehen, nicht 3 Zehen. Also Doppel-C. Das Zwiebel. Der PC. Ich schneide schnell. Der PC ist Knoblauch. Komm mit Marco. Große Zwiebeln werden kleine. Jungs, was geht eigentlich bei euch? Ich habe gesehen, du hast jetzt neulich auch ein Video gedroppt mit St. Davis, ne? Und ja. Einem anderen Kollegen. Loco Candy. Genau. Shoutouts. Der Boy, also. Dang an dieser Stelle. Butter auf das Trackback. Was sind die kommenden Projekte? Was geht ab? Was steht auf dem Plan, Alter? Also bei mir jetzt erstmal, wir sind gerade am Arbeiten an unserem Collabo-Tape. Also da geht's auch, da also ja, Marco und ich. So. Also das Bolo Boys Tape auch parallel dazu mit, das wird halt so eine Art, weißt du, deutsche Cozy Tape, so auf den halt, so, weißt du. Bolo Boys ist ja auch eher eine so lose Verbindung. Ja, das ist halt einfach so, da gibt's jeder, der Bolognese liebt, Digga, und Bolognese ist, egal in welcher Form, vegetarisch, vegan, Digga, jeder ist Bolo Boy, jeder ist Bolo Girl, so. Also das sollte man schon mal sagen. Wann kann man damit ungefähr rechnen? Was ist das? Boah, Bro, da also Marco und auf dem Bolo Boys, also Bolo Boys Tape, so, Digga, jeder, der will, so. Also das ist noch das nächste Projekt, aber das ja, ist euer Kollabo. Das ist so, das ist so ein Teil, was halt so einfach parallel die ganze Zeit läuft, weil es gibt halt einfach nichts, was wir so, das Wichtigste bei Bolo Boys fand ich ja, halt, es ist einfach dumm, du musst dir keine Gedanken zu irgendwas machen. Du machst einfach Schwachsinn. Digga, einfach Schwachsinn. Auf jeden Fall haben wir halt gedacht, so, weißt du, du kennst das ja als Künstler, so, du bist halt so, du, also ich kenn's ja zum Beispiel nicht, ich schreibe ja keine Texte. Ey, du bist ein Freestyle. Ja, ja. Ach, krass, ja. Und, aber so, ich kann's verstehen, so, weil ich hab, also ich hab letztens... Guck mal, da ist was ein bisschen nass. Ja, ja, ich mach das raus. Ich habe letztens zum ersten Mal während Corona habe ich wirklich einen Text geschrieben, mit dem ich mich wirklich so mit einem Thema auseinandergesetzt habe. Und da habe ich einfach gemerkt, wie schwierig das halt auch mega krass ist, so einfach so Texte zu schreiben. Da habe ich mir gedacht, einfach so für Bolo Boys. Aber dann will man es ja auch perfekt machen. Ja, ja. Für Bolo Boys ist halt einfach so einfach nur Schwachsinn, Digga. Du denkst nicht nach, Digga. Das ist halt das Ganze, was du so. Erzähl weiter, Dickerchen. Ich will ein bisschen. Braucht man sich halt. Ja, bei Bolo Tape, da braucht man sich halt nicht zu ernst nehmen, weißt du, ich meine. Digga, machen wir ja so oder so nicht. Aber bei Bolo Boys ist es nochmal so extra.
eine andere Stufe von Schwachsinn. So. Ja, okay. So. Ja, das ist doch Spaß, Digga. Einfach so mit den Atzen. So, Digga, ganz ehrlich, so, wenn du willst, kannst du auch gern drauf hocken. Ja, ich wollte gerade schon sagen, Bro, wir brauchen Hugo Nemes Tape. Ja, Digga, ist echt so. Wenn es um Bolo geht, bin ich auf jeden Fall vorne mit. So, oder auch so, weißt du, jetzt das Tape halt in Makro bald auch. Das wird gut. Also, wie viel, sag mal, bei eurem Tape, das jetzt kommt, das ist ja ein bisschen konkreter schon. Ja, also wir haben jetzt, wir machen das halt einfach immer von unserem Mut abhängig. So, weißt du, die Tracks entstehen nicht, weil wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt noch einen Track machen, sondern die Tracks entstehen einfach durch Zufall, sodass wir irgendwie saufen und sagen, also, ey Bro, ich hab grad richtig Bock, einen Track aufzunehmen. So, dann wird er schon am Start. Wer hat diese Zwiebeln dahingestellt? Boah, ich weiß, für unser Tape jetzt so, Bro? Digga, locker. Ich glaub, vier, fünf Tracks. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher gerade. Wir haben auf jeden Fall auch viele Skizzen noch so rumliegen, weißt du, was ich meine? So, wir arbeiten da auch viel mit anderen Leuten zusammen, so Beat-Technik wie auch Feature. Ja, wen habt ihr denn beatmäßig eigentlich? Wir haben, was ist für die eine Augen? Wir haben Saar Beats aus Frankfurt. Danke an Saar Beats. Ist so, Shoutout Saar Beats, Shoutout OC Boy Blau. Ja, Shoutout an unser Mann, Digga. Mad Talented, Rapper und Producer. Danke, danke, danke für diese ganze Liebe, die ihr uns gebt. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Ich weine nicht wegen den Zwiebeln. Das ist, so das sind die Emotionen, die mir in mir hochgekocht kommen. Digga, ich habe auch die Emotionen zu mir kurz hochgekocht. Alter. Ich bin echt froh, dass ich mir die emotionslosen Karotten genommen habe. Auf den. Also wie viel Knoblauch braucht ihr noch ungefähr? Was sagt ihr? Wir brauchen auf jeden Fall noch so 14 insgesamt. Warte mal, hier ist ein kleiner drei bitte komplett klein geschnibbelt und eine nur in die Hälfte. Some emotional Berger shit right here. Danke an alle meine Fans, dass ihr mich unterstützt. Ich danke euch sehr. Power den mal ab. Mach mal hier die Power drauf. Loco Candy sagen würde, Energy up, I'm to turn. Hit den Plug up. Deine Gang ist Carbonara, Digga, abfuck. Wie viel Öl, sag mal Stopp, Atzen? Weiter, weiter. Weiter, stopp! Hätte ich mir eine ganze Menge Funkelarbeit ersparen. Hat das Eile gerade mit den Knoblauchzehen? Nö. Du, das tut nicht Not, ne? Das tut nicht Not. Braucht man da irgendwas gewürzmäßig jetzt da dran? Also jetzt nur Salz und Pfeffer nochmal rein hier. In diese ganze Mäse hier. So mäßig-käsig. Shoutout an Louis Nacken. Digga, normal, Digga. Man muss immer die Bros shoutouten, man muss die immer supporten, Alter. Das sehe ich auch so, Alter. Wäre auch gut, was JJ meint, von wegen, es wird gedisst, wird nur gelobt. Geil. Wichtiger Shit. So, jetzt müssen wir erstmal darauf achten, dass hier die Butter erstmal schmilzt. Und dass hier alles schön so umgerührt wird. Das ist jetzt alles ganz schön klein gemacht. Und dann kommt es zum Hack, Bro. Und dann brauche ich einmal einen Pfannwender. Wie gehst du da würztechnisch vor? Würzt du da auch Salz, Pfeffer und halt eigentlich eine halbe Knoblauchzehe. Aber jetzt haben wir halt hier so ein bisschen, so weißt du, dieses gestückelt. Ja, safe. Ach, frisches Hack. Ja, Mann. Wer liebt's nicht? Ach so, vegane Bolo ist auch okay. Wir haben uns mal an den Tisch gesetzt zusammen, wir und die Veganer. Dann haben wir das aus. Ja. Mit Betonung auf Berge. Genau, das Fleisch ist jetzt durch einigermaßen. Und jetzt löschen wir das alles mit dem geilen Dornfelder lieblich ab. Wie viel machst du da drin? Ach, immer so aus Gefühl. Ahnst du so ein bisschen so. So reicht schon. So, und dann vermengst du das miteinander. Dann siehst du schon, wie das Hack so eine leicht gräuliche Ton bekommt. Ja, das sieht man jetzt so leicht gräulich-bläulich. Das müssen wir jetzt erstmal wieder. Ja, ahnst du? Das müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen verdampfen lassen nochmal. Wie lange lässt du das jetzt quasi rum? Das kommt immer drauf an, so, das sieht man dann auf jeden Fall. Ich tue noch ein bisschen rein. So. Spürst es einfach. Ja, das ist einfach so, das musst du nach Gefühl machen. So. Das kannst du nicht einfach so. Kann ich nicht so. Ich könnte sagen, typisch so, okay, auf die 2-3 Sips angelehnte Basis. Aber nee, das muss echt nach Gefühl kommen. Kommt auch immer drauf an, wie viel Hack du hast. So. Definitiv, safe. Ja, das muss man haben. Ich verlagere jetzt das Hack. Das war hier rein. Mmh. Ein bisschen Rosmarin. Genau, jetzt mache ich die Tomaten rein. Erstmal ja. Stückig hier. Okay. Mit den Tomaten
Mal kommt da auch schon was anderes rein. Ja, ja, genau, das kommt jetzt alles rein. Das kommt jetzt alles davon. Ist jetzt genommen, ist hoffentlich nicht schlimm. Nö, nö, ist gut. Dann machen wir halt eine pikante Bolo. So, mach alles rein. Alles. Das liebe ich ja, Digga, an so Dings. Ja, Digga, so. Oh, richtiger Orgasmus, Digga. So. Mach einfach alles rein, Bro. Alles? Ja, normal, Digga. Digga, normal, Digga. Da muss, die Sauce muss krass sein, Bro. Die bindet sich ja gleich noch so. Jetzt können auch die restlichen Knoblauchzehen noch rein. Oh. Ja, ja, aber pass auf, jetzt kommt ja der Clou noch an der ganzen Sache. Und zwar kommt jetzt, lassen wir das jetzt ein bisschen aufkochen mit dem Rotwein zusammen. So, kann jemand mal ganz kurz Zucker, weil die Tomaten haben ja diese Säure und das muss ja mit Zucker so ein bisschen... Original, das hat meine Oma mir auch gesagt. Ja. Ich brauche auch mal ein bisschen Zucker ran. Ja. Nochmal, zack. So, reicht. So. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt die Bolo ein bisschen würzen mit dem Salz das und dem Pfeffer. Sieht voll special aus. Ja, Mann. Flor de Sal. Echt? Boah, Alter, ja, Mann. Shoutout 030 Barbecue. Ja. Trinken jetzt erstmal Tee auf den. Ja, Christian. Hast du noch Tee? Ja, das ist mein Tee jetzt. Super. Prost. So ein Stündchen ziehen, so dass sie ein bisschen aufkocht, so dass der Rotwein ein bisschen also verdampft, so weißt du, die Soße sich halt bindet. Boom. Yo, liebe Bolo Boys, liebe Bolo Girls. Es ist 22 Uhr, ich bin besoffen und die Bolo ist durchgekocht. Und jetzt passiert Folgendes. Und zwar machen wir das immer so. Ich stelle mich auf diese Holzpalette. Marco, machst du das Teil bitte auf? Und jetzt kommen die Spaghetti rein. Jetzt werden die Spaghetti in die kochende Bolo rein. Was passiert? Reingeballert hier. Ja, die war ein bisschen dünn. Nimm lieber nicht so ganz dünne Spaghetti, sondern immer ein bisschen mitteldick, würde ich sagen. Ja. Sonst wird es am Ende ein Brei. Ja, zack. Digga. Zack. Zack, komm, das wird schon. Whip den Shit. Whip den Shit, Mann. So geil, Mann. Ja, Mann. Whip den. Oh. Mm. Damn. Damn, Bro. Boah. Digga. Fuck, Bro. Oh, fuck. Digga. Wo ist das Salz? Wo ist das. Boah. Fuck, Bro! Boah! Digga, oh, Schlong, Digga! Schlong, ja, Mann, Bro, pass auf, dass du nicht mit der Zange umgekommst. Komm mal ran, Digga. Let's go. Okay, ja, okay, Alter, let's go. Auf diesen Moment haben wir ewig gewartet. Ja, Digga. Ich kann nicht mehr. Bobbles ruft an. Was geht, mein Bester? Ja, wir sind gerade fertig geworden, Digga. Wir essen jetzt die nice Bolo hier, Alter. Dann gibt's noch. Dann gibt's noch. Phil, beleidigt dich schon wieder aus dem Auf. Ey, Bro, wir safen dir auch Bolo, wenn du rumkommst. Wir tun Tupperware. Bumm. Also noch ein bisschen Käse wird dir drauf gemacht. Ich habe mich gefreut, ich hatte die Arzt Marco und den guten for Bolo. Den guten Too Broke for Fiji am Start. Too Broke for Bolognese. Too Broke for Bolo. Too Broke for Beefy. Ich bin mal mit euch, Jungs. Mama, wenn ihr noch was auf dem Start habt, wenn ihr noch jemanden grüßen wollt oder so, dann sagt es jetzt hier in die Kamera 1. Shoutout an meine Mom. Ja, Sir. Digga, Shoutouts an Sikuro, Shoutouts an Swarovski Bernasconi, Digga. Und Shoutouts an Jimmy John Official. Und Shoutout an OK Fella. Ja, Mann, Digga. Shoutout an Fella. Jetzt lassen wir das so einfach so langsam ausblenden, dann kommen die Credits und wir grüßen noch so 20 Minuten. Ey, jetzt alle freeze, alle freeze, alle freeze. Ich bedanke mich nochmal. Nächste Woche wieder einschalten. Na! Bis dann. Ganze Gang, wir machen Pull-up, Pull-up. Pull-up, Pull-up. Digga, was ist los? Ja, what up?